Guten Tag. Es wird Zeit, dass wir das Giveaway auswerten. Ich bin schon einen Tag zu spät dran. Ich wollte es eigentlich schon gestern machen. Und wir haben, wie viele sind das? Ich glaube, es sind 12 Einsendungen, die wir hier bekommen haben. Das ist eigentlich ungefähr viermal so viel, wie meine Erwartung war. Ich hätte gedacht, ich krieg drei Einsendungen und so. Ja. Und wir werden das jetzt einfach mal durchnummerieren. Hier ist 1, hier unten ist 10, also halt die Reihe und dann 11, 12. Das müsste in etwa die Reihenfolge sein, in der ich die Dinger zugesendet bekommen habe. Ich habe die Namen drunter geschrieben, des YouTube-Kanals oder des Steam-Accounts, je nachdem, wie mir das gesendet wurde. Und ich werde jetzt durch Zufall drei Leute auslosen, die was bekommen. Und danach werden wir uns natürlich nochmal alle 12 Bilder ansehen, die wir bekommen haben. Was natürlich aufgefallen ist, ist, dass ich habe nur einen einzigen blauen Pyro bekommen. Ja, einen blauen. Bedingung war übrigens, ein Pyro mit einem Man-Melter zu malen. Die Farbe war ja nicht vorgegeben, das ist ja scheißegal. So, der erste Platz ist die Nummer 11. Das ist Ferdi, der hat dieses Bild gemalt. Das ist sogar, wie es aussieht, auf einem Blatt Papier geschehen und dann eingescannt worden. Man erkennt, dass es ein Pyro ist. Er hat einen Man-Melter in der Hand und das reicht, um ihn zu qualifizieren. Damit hat er den ersten Preis gewonnen. Das waren zwei Hüte nach Wahl von denen, die gestellt waren, glaube ich. Dann schauen wir mal, wer als nächstes dran ist. Nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herr Hilden. Hilden hat einen Hut und einen Man-Melter gewonnen. Schauen wir uns sein Bild auch mal an. Sehr hübsch. Man erkennt gerade so, dass es ein Man-Melter ist. Aber er hat dem Pyro einen Hut gegeben. Faszinierend. So, Herr Hilden hat etwas gewonnen. Und dann schauen wir mal, wer noch etwas bekommt. Der letzte Preis war ein Hut, glaube ich. Das wäre nochmal Helden, das zählt nicht. Die Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Nurich. Die heißt jetzt anders, aber ich habe die Leute mit ihrem alten Spitznamen in der Steam-Liste. Deswegen habe ich es so betitelt. Und es ist tatsächlich ein weiblicher Gewinner. Interessant. Man sieht hier auch einen Man-Melter. Und ja, das ist halt ein Pyro. Auch ein roter Pyro. Der einzige blaue Pyro kam von Bitbeef, den habe ich hier Birdbirth genannt, weil das ein krasser Spitzname ist neben Lappen. Und dann wäre es das soweit für die drei Leute, die gewonnen haben. Die schiebe ich dann mal hier rüber. Und dann schauen wir uns mal an, was wir noch bekommen haben. Erstmal hier der von Bitbeef, den haben wir schon gesehen, den krassen Pyro. Hallo Derfe. Dann haben wir hier von Tigerell. Mir wurde gesagt, englische Aussprache ist korrekt. Tigerell. Hallo. Ein Pyro in Rot. Dann haben wir von Neoro einen Man-Melter Pyro. Sehr, sehr spartanisch gehalten. Sieht aus wie von diesem einen Steam-Spiel mit 6x V, wo ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Dann haben wir von OnYourCycle, haben wir hier einen sehr tollen Pyro. Aber er hat eine Art Man-Melter in der Hand. Dann von Klaus Kopf. Der hat mir das per YouTube gesendet, deswegen weiß ich nur, wie der Accountname ist. Sogar mit einem Hut. Das ist ja hier nicht so verbreitet, dass die Leute ihren Pyros Hüte geben. Berserker Jack hat auch gemalt. Hier unten sieht man schon, Bitbeef ist gay. Das war seine persönliche kleine Note. Abgesehen von dem Bild dazu. Dann haben wir von Captain Monster hier noch ein Pyro. Auch mit einem Man-Melter. Logischerweise, der war ja Bedingung. Und man merkt schon, es sind alles rote, wie gesagt. Hier von What the Quark. Und man merkt auch, dass die Paint-Skills der Leute, beziehungsweise der Zeitaufwand da auch relativ unterschiedlich ist. Und von Howdy Ho, das habe ich heute noch bekommen. Also gerade so noch reingekommen. Auch ein Pyro. Ja, ein Pyro. Naja, mal schauen, was wir fürs nächste Giveaway machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen für die Einsendung und werde mich dann mit den drei Gewinnern mal kurz schließen und ihnen das Zeug rüberschieben. Ja, dann würde ich sagen, probiere ich mal irgendwie was aufzutreiben fürs nächste Giveaway. Wenn ihr mir was geben wollt, schreibt mich an, ihr könnt das gerne machen, dann verlose ich das. Ich gebe euch dafür natürlich Credit und so, wie ich das bei diesem auch gemacht habe. Da hatte ich auch gesagt, von wem ich das bekommen habe. Und ansonsten muss ich mal gucken, dass ich selber noch irgendwie was finde, was man raushauen kann. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß nicht wann genau. Ansonsten gehe ich jetzt noch was aufnehmen. Was anderes, Spielmäßiges und so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.